Ruhe in Frieden, britische Demokratie, Boris Johnson als Totengräber. Die Botschaft der Brexit-Gegner heute vor der Downing Street ist überdeutlich. Dass Johnson das Parlament ausgerechnet jetzt in eine Zwangspause schickt, macht sie wütend. In der Bevölkerung und im Parlament gibt es keine Mehrheit für No Deal. Johnson will das aber durchdrücken. Eine Schande. Die Parlamentarier sollten die Chance haben, Johnson zu stoppen. Was er tut, ist undemokratisch. Am Morgen sickert die Entscheidung Johnsons durch. Wenig später ist es beschlossene Sache, schwarz auf weiß, von der Krone genehmigt. Am 14. Oktober wird die Königin im Parlament das neue Regierungsprogramm verlesen. Und davor wird das Parlament kurz nach Ende der Sommerpause in eine Zwangspause geschickt. Fast 5 Wochen, in denen hier kein Gesetz beschlossen werden kann. Johnson beteuert, mit dem Brexit habe das nichts zu tun. Es geht um unser Regierungsprogramm, den Kampf gegen Kriminalität, um das Gesundheitssystem, um Bildung. Es wird noch reichlich Zeit sein, um im Parlament rund um den wichtigen EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober über den Brexit zu diskutieren. Reichlich Zeit. Die bisher fast jährliche Kronrede der Queen war einst reine Formsache zum Auftakt jeder neuen Legislaturperiode und bringt immer zuvor eine Zwangspause mit sich. Und tatsächlich liegt die letzte ungewöhnlich lange zurück, war im Juni 2017. Schuld das Brexit-Ringen. Ist die neue Rede samt Zwangspause also selbstverständlich, gar nötig? Verfassungsexpertin Catherine Haddon widerspricht. Daran ist nichts normal, das ist sehr politisch. Wenn man einfach nur eine Legislaturperiode zum Ende bringen will, geht das schneller, ohne 4-wöchige Pause. So sieht das jetzt aus wie ein politischer Schachzug. Wenn die Regierung diesen Eindruck hätte vermeiden wollen, hätte sie mit dem Parlament über Alternativen sprechen können. Jene Politiker, die einen No-Deal-Brexit verhindern wollen, sprechen jetzt von Verfassungsfrevel, von einem Angriff auf die Demokratie. Wenn das Parlament nächste Woche aus der Sommerpause zurückkehrt, werden wir zuerst versuchen, Johnson mit einem Gesetz zu stoppen und dann früher oder später ein Misstrauensvotum ansetzen. Auch bei den No-Deal-Gegnern in Johnsons konservativer Partei steigt nun das Unbehagen. Manche Kollegen wollten warten, dem Premier weitere 30 Tage zum Verhandeln geben und erst Ende September einschreiten. Aber so lange können wir jetzt nicht warten. Wird die Zwangspause für das Parlament die No-Deal-Gegner in Westminster ermutigen, schnell und vereint zu handeln? Oder wird es ihnen die Hände binden? Am Abend ziehen Protestierende durch Westminster. Das Ringen um den Brexit wird immer unerbittlicher.